Das Schiff hinter uns hat 130 Meter Länge, 16 Meter Breite, 6 Meter Tiefgang. Können wir so etwas scannen? Unser Ziel bei diesem Auftrag ist im Wesentlichen die Erfassung des Rumpfbereiches. Weitere Bereiche des Schiffes, zum Beispiel die Aufbauten, werden hierbei teilweise automatisch miterfasst. Als Scanvorbereitung werden zunächst Zielmarken verteilt, die vom Scanner miterfasst werden. Diese helfen später bei der Registrierung der einzelnen Scans. Wir haben jetzt den Arctic Ray ausgewählt, aus unserer Sicht der beste Scanner für so eine Aufgabe. Und wir gehen jetzt Schritt für Schritt um das Schiff herum und werden jetzt die einzelnen Segmente aufnehmen. Der Arctic Ray arbeitet mit einem Infrarotlaser, der für das menschliche Auge nicht sichtbar und ungefährlich ist. Dem Scanner wird per Laptop oder Mobiltelefon und WLAN die gewünschte Auflösung und der Messbereich mitgeteilt. Ab dann arbeitet der Scanner im Akkubetrieb komplett autonom. Bei diesem Schiff werden aufgrund der Dimensionen Scans auf zwei Ebenen durchgeführt. Circa 30 Scans oben am Kai und 30 Scans unten in der Dockkammer. So, jetzt sind wir direkt unten am Schiff, sind in das Trockendock runtergestiegen und werden jetzt hier von unten den Schiffsrumpf scannen. Wenn man nah dran steht, sieht man gleich, dass das hier verrückte Größenverhältnisse sind und dass das eine Riesenaufgabe sein wird. Insgesamt werden wir wohl 3 Stunden brauchen, um das Schiff komplett zu erfassen mit dem Arctic Ray. Und die Dimensionen sind wirklich gigantisch, aber das sollten wir hinbekommen. An jedem Standpunkt wird der Scan mit nur einem Knopfdruck gestartet. Bei einem Panoramascan erfasst der Arctic Ray von jedem Standpunkt aus jeweils einen Bereich von 270 Grad in der vertikalen und 360 Grad in der horizontalen. Die Dauer für einen Scan beträgt bei der von uns vorgegebenen Auflösung ca. 3 Minuten. Insgesamt setzt sich der fertige 3D-Scan aus 64 Einzelscans zusammen, die von den einzelnen Standpunkten am Kai und in der Dockkammer erfasst wurden. Die Standpunkte haben einen Abstand von ca. 10 Meter. Bei dem Schiff von 130 Meter Länge erhalten wir einen maximalen Gesamtmessfehler von unter 10 mm. Zum Vergleich, die Wärmeausdehnung desselben Stahlschiffes beträgt bei 10 Grad Temperaturdifferenz ca. 16 mm. Sicherlich haben Sie jetzt einen guten Eindruck, welche Möglichkeiten sich mit dem Arctic Ray 3D-Scanner bieten. An welchen spannenden Aufgaben arbeiten Sie gerade? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir freuen uns stets auf neue Herausforderungen.